Viele Menschen sind hier durchgereist. Kaum einer ist geblieben. Hier in Wunsiedel, ganz oben im Nordosten Bayerns. Wunsiedel hat über 9000 Einwohner, erfolgreiche mittelständische Betriebe. Seine Bürger haben Neonazi-Aufmärschen getrotzt und die Stadt bunt gemacht. Und seit ein paar Monaten ist Wunsiedel Heimat für Familien aus Syrien. Im Ortsteil Hohlenbrunn wohnen Familien, die als sogenannte Kontingentflüchtlinge mit Hilfe der Vereinten Nationen nach Deutschland kamen. In Friedensstraße sind Familien untergebracht, die Flucht auf eigene Faust wagten und nun in Deutschland um Asyl bitten. Egal wie sie nach Wunsiedel kamen, sie flohen vor Krieg, Tod und Hunger. Für Asylbewerber gelten andere Gesetze als für Kontingentflüchtlinge. Unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus lädt die Stadt Wunsiedel heute alle neu angemeldeten Bürger zum Empfang. Dieses Ereignis reißt die Familien aus einem Alltag des Abwartens und des Bangens um die Zukunft. Und es kann vielleicht etwas Zuversicht vermitteln. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, heute ist Neubürgerempfang in unserer Stadt. Und weil wir heute international sind, steht an meiner Seite Mohammed, der alles ins Arabische übersetzen wird. Bitte schön. Assalamu alaikum, Shab Külkon. Allah ist Asylbewerber und weiß nicht, ob er mit seiner Frau Fatima und seinen Töchtern in Deutschland bleiben darf. Basam ist Kontingentflüchtling und sorgt sich als alleinerziehender Vater um die Zukunft seiner 5 Kinder. Die Stadt wirbt um den Zuzug neuer Bürger. Und Karl Rost engagiert sich, Flüchtlingen in Wunsiedel ein neues Zuhause zu schaffen. Hohlenbrunn. Der Ort lebt von Landwirtschaft und einigen Gewerbebetrieben, hat eine Metzgerei, aber keinen Supermarkt. Die Regierung von Oberfranken hat syrische Familien aus dem ersten Flüchtlingskontingent in eine Gemeinschaftsunterkunft am Bahnhof geschickt. Diese Menschen dürfen sich gleich nach ihrer Ankunft eine eigene Wohnung und Arbeit suchen. Aber wie? Sie sprechen Arabisch, die Kultur ihres Gastlandes ist ihnen fremd. Ängste und Sorgen lähmen fürs Erste. Auch Basam wohnt hier. Seine Familie lebte in Dar'a, wo in Syrien zum ersten Mal Menschen gegen Assad auf die Straße gingen. Das Regime reagierte mit Gewalt. Wie viele verlor Basam damals seine Arbeit. Seine Frau Lina wurde sehr krank. Die Erstgeborene, Ezra, stand kurz vor dem Abitur, als die Familie in den Libanon floh. Und die Zwillinge und Sarah kennen nur ein Leben auf der Flucht. Als ich in den Libanon ging, um dort zu arbeiten, wurde bei meiner Frau Krebs diagnostiziert. Ich hatte ein Jahr lang keine Möglichkeit, meiner Frau auch nur irgendein Medikament zu besorgen. Also habe ich mich an eine Hilfsorganisation gewandt und die hat mich dann mit Arzneimitteln für meine Frau unterstützt. Ich habe mich so hilflos gefühlt. Man hat mir schließlich den Rat gegeben, mich beim Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen zu melden. Dort bekäme meine Familie vielleicht die Chance, aus humanitären Gründen nach Europa geholt zu werden. Dafür musste ich mich bei der UN als Flüchtling registrieren lassen. Aber dort hat man mir gesagt, dass man bei einer so schweren Krebserkrankung nicht helfen kann. Meiner Frau ging es derweil immer schlechter. Obwohl es sehr gefährlich war, bin ich mit ihr nach Syrien zurückgegangen, um Medizin zu besorgen. Dafür mussten wir die Kinder in Beirut zurücklassen. Lina hatte einen Schock erlitten, als Polizisten die Wohnung der Familie stürmten. Sie suchten Rebellen. Die Zwillinge waren gerade 2 Monate alt. Nach dem Überfall blieb Linas Milch aus. Basam meint heute, dieser Übergriff habe die Krebserkrankung bei seiner Frau ausgelöst. Obwohl er beim Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, dem UNHCR, zunächst abgewiesen wird, kämpft er um die Ausreise seiner Familie nach Europa. Mit dem Mut eines Verzweifelten setzt er sich schließlich gegen alle Vorbehalte durch.
Beim ersten Kontingent war es so, die mussten alle beim UNHCR registriert sein. Da gab es kein Anerkennungsverfahren, die mussten nur registriert sein. Dann fanden Interviews statt und dann aufgrund der Kriterien, Bindungen zu Deutschland, also gibt es Verwandte, hier spricht man Deutsch auf der einen Seite, Verfolgungsgründe, religiöse Minderheit beispielsweise, ja, interessanter Beruf. Das waren so die Positivkriterien, dann gab es aber auch Negativkriterien. Und zum Beispiel Negativkriterien, keine Schwerstkranken, beziehungsweise nur eine zahlenmäßige Begrenzung von Schwerstkranken. Nach stundenlangem Flug waren sie abgekämpft, aber erleichtert und wurden von Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich herzlich willkommen geheißen. Sie haben ihre Heimat zurückgelassen, denn vor ihnen liegt eine wahrscheinlich bessere Zukunft, ein neues Leben in Deutschland und vor allem in Frieden. Das war so ein unbeschreibliches Gefühl im Flugzeug. Das ist schwer in Worte zu fassen. Ich habe gedacht, meine Familie wird in eine gewisse und gute Zukunft fliegen. Das Wichtigste war ja, dass meine Frau endlich medizinisch versorgt wird. Dann habe ich gedacht, dass die Zukunft der Kinder gesichert ist. Und schließlich, dass ich bald arbeiten darf und wir als eine glückliche Familie leben dürfen. Je länger ich im Flugzeug gesessen bin, desto mehr haben sich meine Gedanken von Zweifeln und von Traurigkeit entfernt. Die Zukunft erschien mir in strahlendem Licht. Die Ankunft in Wunsiedel dagegen ist ernüchternd. Das war auch für mich persönlich einfach eine unmögliche Situation, muss ich jetzt mal so sagen. Die kamen Donnerstagnachmittag, zwar begleitet, aber wir wussten weder die Namen noch, wie sich die Familien zusammensetzen. Wir konnten nichts vorbereiten. Und die waren dann Freitag früh da und dann hat sich erst herausgestellt, dass die Frau vom Herrn Al-Khattar schwer krank ist, keine Schmerzmittel dabei hat. Die Leute hatten keinen Euro dabei. Also wenn da nicht die Regierung dann mit der Hausverwalterin was ausgemacht hätte, die hätten nicht mal was zu essen gehabt. Also das war überhaupt nicht organisiert, das Ganze. Und dann mussten wir Freitag früh einen Hartz-IV-Antrag aufnehmen, damit die einen Krankenschein kriegen, zum Arzt können. Das Handy ist der einzige Ort, der alle Erinnerungen aufbewahrt. Mehr Platz haben Flüchtlinge nicht. Im Handy ist die Familiengeschichte gespeichert, die letzten Bilder von der Mama. Lina wird noch operiert, aber der Krebs ist zu weit fortgeschritten. 40 Tage nach ihrer Ankunft in Wunsiedel stirbt sie. Ich lebe jetzt für meine Kinder. Das war der letzte Wunsch meiner Frau. Ich danke Deutschland und bete zu Gott, dass ich hier ein neues Zuhause finde. In der evangelischen Kita treffen wir Basams Kinder wieder. Wie lange sie in Hohlenbrunn bleiben werden, weiß niemand. Die Erzieherinnen kümmern sich liebevoll. Lin kuschelt gerne, schläft häufig ein. Nima dagegen erkundet die Welt. Sarah spielt mit anderen syrischen Kindern. Pfarrerin Anja Fuchs hat die Flüchtlingsfamilien gleich nach ihrer Ankunft besucht und trotz Sprachbarriere ermuntert, ihre Kinder in die Kita zu bringen. Also meine Erzieherin, die erzählen mir, was am Tag passiert. Und das eine Mädchen hört sich gern auf dem Handy eine Melodie an, die sie wohl mit ihrer Mutter verbindet. Mehr merke ich auch, dass diese Geschichten auch die Eltern sehr berühren. Und das ist ein guter Weg, um auch die neuen Familien hier auch noch mehr willkommen zu heißen und zu unterstützen. Da ist gleich eine emotionale Verbundenheit da, weil alle Eltern verstehen, wie schwer das jetzt für den Vater ist, für die Kinder. Da kann man sich gut einfühlen. Kita-Mutter Heike Bock. Ich finde es sehr, sehr wichtig, dass man von klein auf an eben mit anderen Kulturen in Kontakt kommt. Und gerade Kinder haben es da leichter. Die sind anderen Menschen gegenüber noch sehr unvoreingenommen. Und deshalb finde ich sehr, sehr wichtig, dass die Integration auch im ländlichen Raum vielleicht endlich mal zum Zuge kommt.
Mehr als 300 Menschen sollen Rebellenangaben zufolge bei dem nächtlichen Granatenangriff auf die Stadt Homs ums Leben gekommen sein. Über 1000 wurden verletzt. Internetvideos zeigen Tote und Verletzte. Die ganze Nacht über soll die Stadt von Panzern des Assad-Regimes beschossen worden sein. Eine unabhängige Überprüfung der Angaben ist zurzeit nicht möglich. Auch am Tag fielen Schüsse. Wer sie abfeuerte, ist nicht bekannt. Wir hatten alle unglaubliche Angst während der Flucht. Aber trotzdem kann man die Gefahren auf der Flucht nicht mit der Situation in Syrien vergleichen. Ja, ich habe mein Leben und das Leben meiner Familie riskiert, um nach Europa zu kommen. Denn in Syrien hatten wir Hunger. Um uns herum wurde ständig gemordet. Es herrschte Krieg. Man hat nur Blut und Waffen gerochen. Meine Kinder wachten nachts weinend auf, weil sie Raketenfeuer hörten. Sie hatten ständig so große Angst. Und deshalb habe ich das Leben meiner Familie riskiert. Fatima und Ala sind Asylbewerber. Sie flohen mit ihren Töchtern aus Homs. Dass sie die Reise auf den Booten der Schlepper überlebten, grenzt an ein Wunder. Wir haben Koffer gepackt mit Kleidung und Essen und natürlich mit Trinkwasser. Wir haben uns gut auf die Flucht vorbereitet. Zumindest meinten wir das. Schließlich mussten wir uns auf der Flucht selbst versorgen. Immer wieder wiesen uns die Schlepper an, die Schiffe zu wechseln. Und dabei haben sie die Koffer von Boot zu Boot geworfen, genauso wie uns Menschen. Manche Koffer sind dabei ins Wasser gefallen. Leider war auch unserer dabei. Heimlich macht Allah Fotos auf dem Boot. Seiner Familie war es gelungen, von Syrien nach Kairo auszureisen. Es war ihr gelungen, in Ägypten zu schlafen. Fast ihr ganzes Geld mussten sie ihnen geben für die Passage über das Meer. Und dennoch wären sie, wie so viele andere Flüchtlinge, beinahe ertrunken. Wir hatten jetzt überhaupt nichts mehr zu essen und zu trinken. Wir sind gefahren und gefahren, aber nirgends angekommen, weil der Kapitän sich nicht orientieren konnte. Die Kinder hatten so furchtbaren Hunger. Dann haben wir ein paar Zuckertütchen gefunden, haben Wasser aus dem Meer geschöpft, Zucker hineingeworfen und den Kindern das gesüßte Wasser gegeben. Allmählich wurde das Boot seeuntüchtig. Und jetzt endlich hat der Kapitän zugegeben, dass das GPS defekt war. Er meinte, dass wir sowieso nie ankommen werden. Wir waren jetzt auf Gott allein gestellt. Wir haben die ganze Zeit Wasser aus dem Boot geschöpft. Wir hatten überhaupt keine Kleidung mehr, außer der, die wir anhatten. Diese Kleider haben wir ausgezogen, in Diesel getaucht, angezündet und als Fackeln hin und her geschwenkt, damit uns jemand entdeckt. Irgendwann hat uns dann ein Schiff gesehen. Darauf war ein marokkanischer Seemann. Einer von uns Flüchtlingen hat ihn auf Englisch angesprochen. Doch der Marokkaner hat gesagt, ich bin auch Araber wie ihr. Wie kann ich euch helfen? Ich habe gesagt, dass wir Flüchtlinge aus Syrien sind. Er hat dann die Polizei verständigt und mit seinem Schiff unser Boot so lange umkreist, bis die italienische Polizei gekommen ist. Der Marokkaner hat uns gefragt, ob er noch etwas für uns tun kann. Wir haben ihn um Wasser für die Kinder gebeten. Lampedusa in Italien, die Insel ist Anziehungspunkt für Flüchtlinge aus Nordafrika. Doch viele reisen weiter, halten etwa Deutschland für attraktiver. Die Bundesregierung sieht aber Länder wie Italien in der Pflicht, sich besser um die angereisten Flüchtlinge zu kümmern. Dann sind zwei Polizeiboote gekommen und die haben uns nach Italien gebracht. In Italien wurden wir sehr schlecht behandelt. Bei unserer Ankunft hat uns die Polizei eingekreist und zu einer abgesperrten Unterkunft geführt. Wir hatten nichts zu essen und zu trinken, bekamen auch nichts in dieser Unterkunft. Dann haben sie uns in eine andere Unterkunft gebracht. Und dort haben sie uns gesagt, dass wir Fingerabdrücke abgeben müssen. Ich habe mich für die Rettung bedankt, dann aber gesagt, dass wir nicht in Italien bleiben wollen und deshalb auch keine Fingerabdrücke abgeben möchten. Jetzt wurden die italienischen Polizisten richtig wütend. Sie fingen an, uns zu schlagen. Stellen Sie sich das vor. Und dann haben sie uns angebrüllt. Wir haben gedacht, wir sind wieder in Syrien. Wer als normaler Asylbewerber herkommt, sich also mit anderen Worten selber durchschlägt, der unterliegt dem Asylbewerberleistungsgesetz, der muss in eine Erstaufnahmeeinrichtung, der muss später in ein Lager oder wird dezentral irgendwohin verteilt. Das Verfahren dauert
Minimum 3 Monate, maximal 1 Jahr und länger. Das Bundesamt bemüht sich zwar, die Syrer schneller zu bearbeiten als andere Gruppen, aber aus mir nicht nachvollziehbaren Gründen klappt es oft nicht. Also manche hängen da ewig in der Warteschleife. Auch in Wunsiedel leben Asylbewerber, die nicht wissen, wie und wann ihr Asylantrag beschieden wird. Sie dürfen erst nach 9 Monaten arbeiten, lediglich 1-Euro-Job sind ihnen erlaubt. Doch wie können sie den Alltag hier bewältigen, wenn sie sich nicht verständigen können? Gegen alle offiziellen Handhabungen hat Karl Rost, selbst pensionierter Lehrer, für die Asylbewerber einen Deutschkursus organisiert. Auch Ala und Fatima nehmen das Angebot wahr. Für sie ist der Kurs ein Stück Hoffnung auf eine Zukunft in Deutschland. Guten Tag. Guten Tag. Wie heißen Sie? Ich heiße Ala. Ala, freut mich. Guten Tag. Guten Tag. Wie heißen Sie? Ich heiße Fatima. Fatima, freut mich. Diese Teilnehmer zahlen die Kursgebühren selber aus ihrem Taschengeld. Und die Bereitschaft, ca. vielleicht 100 oder 120 Euro hier auszugeben für einen Sprachkurs, die war da und daran sehen wir, wie ernst die das nehmen. Wenn die selber was zahlen können, ich finde, das gehört auch zu der Würde dieser Menschen. Die wollen nicht alles geschenkt haben, auch wenn manche Stammtische das ihnen unterstellen. Auch Mutamo vermittelt syrischen Flüchtlingen in Wunsiedel Zuversicht. Er begleitet Esra und Mohammed zum Jugendmigrationsdienst der Caritas, übersetzt wichtige Informationen ins Arabische. Basam unterstützt er bei Behördengängen. Mo hilft, weil er die Situation kennt, die ein Flüchtling bei seiner Ankunft im Gastland durchlebt. Man hat einfach verzweifelte Menschen gesehen. Aber man hat auch gleich erkannt, dass sie diese Menschen froh waren, dass jemand da ist, der sie versteht und der auch redet und der auch übersetzt. Ich bin auch an die alten Zeiten, habe ich gedacht, Anfangszeiten von mir, wo wir hergekommen sind, wie wir so von der anderen Mitmenschen Hilfe auch bekommen haben. Und es ist mir wie die Film durch den Kopf. Und da konnte ich einfach nicht Nein sagen und da konnte ich auch nur helfen. Im Vereinsheim des SV Hohlenbrunn sind heute zum ersten Mal syrische Kinder und Jugendliche mit dabei. Ernst Buberl begrüßt die neuen Mitspieler. Ihr wisst ja, es sind wieder neue Leute. Wir haben ja hier in Hohlenbrunn nicht nur einfach deutsche Spieler. Wir haben Übersiedler, wir haben türkische, wir haben Vietnamesen. Und jetzt haben wir Syrer da. Halb Italiener, also wir sind fast international. Und ich hoffe, dass die Syrer auch so gut aufgenommen werden bei euch. Fußball bietet eine ganz wunderbare Möglichkeit, aus fremden Jungs Freunde zu machen. Auch bei Mo fing es so an. Als er mit 13 Jahren nach Deutschland kam, hatte er über Monate gespart, um sich für damals 60 Mark ein deutsch-arabisches Wörterbuch zu kaufen. Doch die Verständigung mit den deutschen Jungs glückte ihm über das Fußballspiel. Und er? 9, 9, 9, 9, 9, 7? Ja. Ich war 13 Jahre alt und es war mitten im Winter, wo ich mich gerne im Sportverein präsentieren wollte. Ich habe keinen Hallenschuh gehabt und ich wusste nicht mal, was Hallenschuh eigentlich ist. Ich habe so einen großen Schuh bekommen, sind wir zum Fußballtraining in die Halle und natürlich haben sich alle gewundert, wie so einer mit so einer Art Wanderschuh kommen kann. Ja, und ich fand nicht so schlimm. Ich wusste auch den Grund nicht, warum sie lachen, weil ich kein Wort verstanden habe. Man konnte sich irgendwie mit Mimik und Gestik irgendwie verständigen und mit den Händen und Füßen irgendwie. Es hat auf jeden Fall funktioniert. Am Anfang habe ich viele Schaulustige gehabt, aber danach hat sich wirklich voll im Positiven, nach dass wir ein paar Kontakte Fußball gespielt haben, habe ich auf einmal ganze Mannschaft als Freunde gehabt. Mo ist ein Ausnahmetalent am Ball und war in Syrien im nationalen Fußballkader U14. Mo ist aber auch Kurde. Wegen der ständigen Repressalien gegen Kurden entschlossen sich seine Eltern, ihre Heimat zu verlassen. Safa besucht den Kindergarten, Marwa ist noch zu klein dafür. Ihren Eltern gelang es, beide Mädchen vor Hunger, Tod und Krieg in Sicherheit zu bringen. Doch der Preis dafür war hoch. Safa hat alle Zähne verloren. Sie trägt jetzt Implantate.
Hunger hatte den Kindern schon in Syrien zugesetzt. Aber der Wassermangel auf dem Flüchtlingsboot kostete sie beinahe das Leben. Unsere Flucht hat uns sehr mitgenommen. Wir denken immer noch daran, was wir alles durchgemacht haben. Es war anstrengend und einfach furchtbar. Wir hatten sehr viel Angst. Und als wir hier ankamen, hatten wir Angst, dass unsere Bitte um Asyl nicht anerkannt wird. Wir hatten einfach Angst vor allem. Die ersten 4 bis 5 Tage hier fühlten wir uns immer noch im Ungewissen. Wir sind nachts aufgewacht und haben nachgedacht, wie es weitergehen wird. Aber wo waren wir und wo sind wir jetzt? Wir lebten in der Hölle und jetzt ist alles anders. Ich kann jetzt nachts alleine rausgehen, kann sogar meine Frau alleine zu Hause lassen, ohne Angst. Ich habe jetzt vor nichts mehr Angst. Die Spielscheune in Hohlenbrunn steht für alle Kinder der Gemeinde offen. Ernst Bubal hat die syrischen Kinder aus der Gemeinschaftsunterkunft gerade mit seinem Auto hergebracht. Als sie mit ihren Eltern vor ein paar Wochen ankamen, war niemand aus Hohlenbrunn über den Zuzug der Flüchtlinge informiert worden. Man hat weder was in der Presse noch sonst gehört. Und die sind dann spazieren gegangen in Hohlenbrunn oder ins Einkaufen. Hohlenbrunn ist ein kleines Dorf. Sind sofort aufgefallen, neue Leute, fremde Leute. Und hat keiner gewusst, was mit den Leuten, wer die sind. Und ich war auch einer, der seine Heimat verloren hat. Wir sind vertrieben worden. Ich bin in Marienbad geboren. Und das hat eigentlich mich mitgeprägt, dass es Leute auch gibt, die was anderen helfen. Und das will ich auch haben, dass auch die, was da zu uns kommen, egal was für Nation das ist, auch gut aufgenommen wird. Und da möchte ich dazu beitragen, die Sache. Und ich hoffe, das klappt. Wunsiedel hat in den vergangenen Jahren stetig Einwohner verloren. Gebäude stehen leer. Im ehemaligen Landratsamt sind alleinstehende Asylbewerber untergebracht. Die Stadt wirbt um Neubürger. Wie und warum sie nach Wunsiedel kommen, spielt dabei keine Rolle. Ich habe gespürt, dass meine verstorbene Frau uns eine Botschaft hinterlassen hat. Wegen ihrer Krankheit sind wir nach Deutschland gekommen. So hat sie uns in Sicherheit gebracht. Sie ist jetzt im Himmel. Aber uns hat sie aus einem ungewissen Schicksal in eine sichere Zukunft geführt. Ich versuche jetzt, mein Leben zu leben und ganz allmählich gewöhne ich mich an das neue Leben hier. Und in meinen Kindern sehe ich meine verstorbene Frau. Muhammad, Sarah und Esra auf dem Weg zum Discounter. Die Verkehrsanbindung der Gemeinschaftsunterkunft ist schlecht. Die Familie will sich eine Wohnung suchen, die zentral liegt. Aber die Ungewissheit über die Zukunft lähmt. Ich habe Angst davor, nach Syrien zurückzumüssen. Ich habe gehört, dass wir vorerst 2 Jahre Aufenthalt bekommen. Und wenn sich die Verhältnisse in Syrien nicht ändern, dürfen wir noch einmal 3 Jahre bleiben. Danach sollen wir abgeschoben werden. Aber in den nächsten 20 bis 30 Jahren werden wir in Syrien niemals in Sicherheit leben können. Basam und seine Kinder sind Kontingentflüchtlinge. Sie werden in Integrationskursen Deutsch lernen und Basam darf sich Arbeit suchen. Dann beginnt die Zukunft für die Familie in Deutschland. Ala und seine Familie sind Asylbewerber. Sie leben im Ungewissen und warten auf die Klärung ihres Aufenthalts. Wir dürfen uns bis jetzt nicht frei bewegen. Wenn ich weiter wegfahren möchte, brauche ich eine Genehmigung. Ich möchte ein bisschen mehr Freiheit. Und das ist das Einzige, worum ich die deutschen Behörden bitte. Ich möchte hierbleiben. Und ich möchte, dass meine Verwandten aus Syrien hierher kommen dürfen. Es tut mir im Herzen weh, dass ich in einem sicheren Land leben darf, nicht aber meine Familie. Das ist schwer zu ertragen. Egal ob Asylbewerber oder Kontingentflüchtlinge, alle Syrer, die dem Krieg entkommen konnten, teilen dieselben Ängste um ihre Familien im Kriegsgebiet oder in den Lagern. Momentan ist es ihnen nicht möglich, Eltern oder Geschwister nach Deutschland in Sicherheit zu bringen. Verwandte dürfen nur nachkommen, wenn sie im Kontingent der Vereinten Nationen ausreisen. Oder die hier lebenden Syrer erklären sich bereit, alle finanziellen Verpflichtungen für sie zu übernehmen. Das ist für kaum eine Familie zu erfüllen.
Ezra ist 18 Jahre alt. Sie kann ihren Geschwistern die Mutter nicht ersetzen. Ich brauche jetzt meine Mutter. Ich wünsche mir so sehr, dass meine Mutter zu uns kommt und dass sie jetzt bei mir wäre. Weil sie auch eine Mutter für meine Kinder wäre. Ich könnte meine Sorgen mit ihr teilen. Im Libanon waren wir so an sie gewöhnt, vor allem meine kleinen Kinder. Sie hätte mit uns zusammen ausreisen dürfen. Jetzt hat sie ein schlechtes Gewissen, dass sie nicht mit uns nach Deutschland gekommen ist. Aber als wir den Libanon verlassen haben, wollte sie doch lieber in der Nähe ihrer Heimat bleiben. Eigentlich müssen die Leute eine sogenannte Verpflichtungserklärung abgeben, eine Bürgschaft quasi. Das kann die Familie nicht, weil sie kein Einkommen im Moment haben, außer Hartz IV. Also, es wäre eigentlich unmöglich. Wir haben es als Notfall deklariert. Und ich hoffe, es wird auch so angenommen. Mit Stellung des Asylantrages, mit Anerkennung, erlischt die Verpflichtungserklärung. Deswegen ist es Unsinn, dass manche Länder jetzt hingehen, die Verpflichtungserklärung verlangen, damit die Leute in Anführungszeichen quälen, ja, und diejenigen abschrecken, die arm sind, ja, weil sie hat keine Relevanz in der Praxis. Flüchtlinge werden in Wunsiedel freundlich empfangen, auch weil es Menschen gibt, die sich einmischen und kümmern. Es gibt natürlich überall Leute, die, was sind das für Leute, ist menschlich. Aber wenn man so einen Eisbrecher mal hat, ne, dann geht es alles. Sie sind freundlich empfangen worden, weil in der Ausländerbehörde einfühlsame Menschen arbeiten. Also es gibt ganz viel, was man neben den Pflichtaufgaben jetzt die Fingerabdrücke nehmen und den Aufenthaltstitel beantragen und da gibt es links und rechts schon noch auch andere Möglichkeiten, wo man den Menschen vielleicht wegen, ja, helfen kann. Dass Bayern die Asylpolitik etwas gelockert hat, hat eben auch damit zu tun, dass von unten positive Rückmeldungen kommen. Also insofern glaube ich nicht, dass nur der Effekt eintritt, die unten machen schon und wir oben brauchen nichts machen, sondern dass oben auch der Effekt ankommt, Mensch, da ist ja, das wird ja von der Bevölkerung angenommen. Die Menschlichkeit hat Gott uns gegeben, damit wir in Würde miteinander leben. Ich würde mich schämen, wenn wir Syrer je unsere Landsleute vergessen, die noch im Krieg leben müssen.